Das wird euch richtig vom Hocker hauen, was wir heute hier zusammen zubereiten werden. Ich pimpe Crispy Robs Sandwich Variation. Und zwar schaue ich regelmäßig auf den Kanal von Crispy Rob vorbei. Ein richtig geiler Kanal, wirklich eine Herzensempfehlung. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Und dort habe ich vor 2-3 Tagen ein richtig cooles Video entdeckt, wo er sich Sandwich-Variationen aus seiner Community rausgepickt hat und die quasi aufgepimpt hat. Und ich habe mir gedacht, ey, 3 von diesen richtig geilen Sandwich-Variationen werde ich heute quasi nochmal versuchen weiter aufzupimpen. Und ihr wisst ja, mein Ansatz ist auf jeden Fall, das Ganze ja etwas kalorienbewusster, etwas fitnesstauglicher zuzubereiten und wirklich maximalen Geschmack rauszuholen. Und genau das werden wir heute zusammen machen. Und wir starten direkt mal mit Crispy Robs Lieblingskreation. Er hat nämlich 5 Stück zubereitet und eine davon hat ihm ganz besonders gefallen, nämlich die auf Basis von Schnittlauch, Champignons waren dabei, Käse war mit dabei, natürlich brauchen wir Sandwiches. Ich habe an der Stelle einfach mal Vollkorn-Sandwiches genommen und natürlich will ich das Ganze auch aufpimpen und deswegen habe ich gesagt, okay, was würde noch gut dazu passen? Und wir werden zu den Champignons einfach noch ein paar Zwiebeln anbraten und um nochmal ein kleines Krönchen draufzusetzen, werde ich French Toast Sandwiches machen. Habe ich selbst so noch nie probiert, aber werde ich auf jeden Fall testen. Ich habe jetzt hier das Ei verquirlt und statt der Auberginencreme, die er benutzt, werde ich einfach mit einem Frischkäse arbeiten. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Und Freunde, auf jeden Fall an der Stelle schon mal guten Hunger, weil ich glaube, das Ding wird richtig lecker sein. So, was habe ich gemacht? Also ich habe ein Ei genommen, habe das Ganze verquirlt mit Schnittlauch. Ich habe Pfeffer dazu gegeben, Salz und etwas Knoblauchpulver. Und das werde ich jetzt erstmal hier auf einen Teller geben. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch die Scheiben hier drin erstmal schön wälzen. Das lassen wir jetzt mal vollsaugen und in der Zwischenzeit werden wir Champignons und rote Zwiebeln in dieser Pfanne anbrutzeln. Ich habe jetzt einfach nur einen ganz kleinen Klecks Olivenöl dazu gegeben und würde sagen, wir braten das Ganze jetzt mal an. Schnittlauch, Champignons und viel Käse. Schmeckt einfach pervers. 255 Daumen nach oben, das heißt, die Leute sind seiner Meinung. Und das klingt gesund eigentlich, oder? Ja, und ist es auch eigentlich, weil wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, was wir hier für Zutaten haben. Wir haben hochwertiges Eiweiß in Form von den Eiern. Wir haben Käse mit dabei, wir haben natürlich auch Gemüse, Champignons, Zwiebeln, Schnittlauch. Also an sich kann man wirklich sagen, das ist definitiv ein gesundes Sandwich. Schaut das Ganze aus. Ich werde das jetzt gleich für euch mal aufschneiden und dann noch ein paar Takte zu diesem saftigen Sandwich hier verlieren. Und dann könnt ihr entscheiden, welches Sandwich gewonnen hat. Und so sieht das Ganze jetzt fertig zubereitet aus. Und du hattest ja die Befürchtung, dass es eventuell trocken werden könnte. Also ich gehe davon aus, das wird definitiv nicht trocken sein. Allein schon deswegen, weil das hier einfach eine saftige French Toast Panade hat. Und wenn man sich jetzt einfach mal so die Füllung anschaut, ich blende euch einfach mal ein Close-up ein, dann sieht man allein der Käse, Frischkäse. Oh, ich glaube, das wird richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Live-Geschmackstest und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, auch unter Robs Video, wie euch diese Variation gefällt. Und vielleicht muss er meine Variation ja nochmal pimpen. Oh, aber der Käse ist so schön geschmolzen. Duft ist überragend. Wow. Also, das muss der Mann hinter der Kamera jetzt mal auch probieren. Hier, spontane Aktion. Felix, komm bitte einmal rum. Live-Geschmackstest. Felix, das schmeckt überragend. Aber ihr will dich gar nicht beeinflussen. Ist konkurrenzfähig, oder? Auf jeden Fall. Für so einen kleinen Kickstart? Geil. Also 2 werden wir jetzt so raushauen, mein Freund. Ja. Ich freue mich. Weiter geht's. So, nachdem wir jetzt die erste richtig leckere Sandwich-Kreation rausgehauen haben, kommen wir direkt zu Nummer 2 und die fand ich persönlich besonders spannend. Es war nämlich eine süße Sandwich-Kreation mit Erdbeeren, Oreo, White Chocolate und Schoko-Karamell. Und ich habe mir das angeschaut und gedacht, ey, das geht auf jeden Fall nochmal einen kleinen Ticken geiler. Und zwar werden wir statt der klassischen Karamellsoße eine selbst angerührte Creme verwenden. Was ich gemacht habe, ich habe einfach das Total Protein in Schoko-Karamell mit etwas Milch schön cremig gerührt, ja, also zu so einer selbstgemachten Schokocreme.
statt den Oreos habe ich gesagt, hey, wir haben noch das Oreo Chunky Flavor, habe dementsprechend einfach Quark und Chunky Flavor verrührt und werde aber trotzdem noch so einen halben Oreo Cookie drauf zerbröseln. Ich werde auch ein bisschen weiße Schokolade drüber geben, aber nicht wie du das gemacht hast, sondern ich werde einfach so ein bis zwei Stück hiervon nehmen, das Ganze klein raspeln und dann drüber verteilen. Frische Erdbeeren kommen dazu und dann haben wir auch ein richtig saftiges Sandwich. Bin selbst gespannt, wie diese Geschmackskombi schmeckt. Und eine Frage, die mir im Kopf hängen geblieben war, war folgende. Die Frage ist nur, wie willst du das finden? Und ich kann dir eines sagen, das kann man garantiert. Und ganz ehrlich, das hier würde ich dich mal gerne probieren lassen, um einfach mal selbst zu beurteilen, ob man tatsächlich auch ja, Zucker ersetzen kann. Denn auch das hast du ja gesagt. Einmal die Karamellsoße. So nach dem Motto, es gibt kein zu viel Zucker bei Christian, ne? Und da muss man einfach sagen, ja, gibt es definitiv. Und genau deswegen versuche ich eben, das auf ein Minimum zu reduzieren. Ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Kompromiss. Ich meine, ein bisschen Zucker ist mit drin. Aber wie gesagt, den Geschmack, den holen wir hier rüber eben raus. Und wir machen es jetzt mal ins Belegen. Und schade, dass du das nicht probieren kannst, aber den Job werde ich für dich übernehmen. Das Belegen ist super einfach. Also die Rezepte werdet ihr natürlich alle bei mir auf dem Blog finden. Ich werde jetzt auch nicht das Brot toasten. Tatsächlich finde ich so ein bisschen geiler. Dann wird es nicht trocken. Also wenn man das toastet, ist es einfach etwas trockener, muss man sagen. Du hast es ja in einem Sandwichmaker gemacht, ne? Also ich erspare mir das jetzt einfach mal und halte das ganz basic. Allein schon diese Schokokaramellsoße ist der Hammer. So. Das hier ist eine schöne Oreo-Creme. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Idee. Wenn das geil ist, dann wird das definitiv ein neues Lieblingsfrühstück werden. Und das ist mal wirklich gesund. Das ist ja das Eigentliche daran. Also wir haben hier wirklich einen sehr hohen Eiweißanteil. Wir haben so gut wie gar kein Fett. Also keine dieser Komponenten ist wirklich fettreich. So ein bisschen Oreo, was wir jetzt darüber zerbröseln werden und weiße Schokolade, macht den Bock wirklich nicht fett. Also, Leute. Und jetzt einmal zuklappen. Jetzt kommt der schönste Teil, Freunde. Ich werde es jetzt auch halbieren, euch präsentieren und dann natürlich auch probieren. Also, bis gleich. So, wir ziehen das jetzt konsequent durch. Live-Geschmackstest Nummer 2. Felix hatte die ehrenvolle Aufgabe, Nummer 1 zu testen. Jonas, du darfst jetzt Nummer 2. Also, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich gewähre dir den ersten Biss. Ich beiße hier richtig in die Nutella. Ja, richtig in die Nutella, ja. Protein-Nutella, bitte. Mhm. Was sagst du? Mhm. Kann was? Saftig. Okay, ich bin auch selbst gespannt. Also jetzt mal ohne Mist. Jetzt überleg mal. Oreo Erdbeergeschmack. Dann haben wir, was haben wir noch drin? Oreo Erdbeer, Schokokaramell und weiße Schokolade. Junge, Junge, Junge. Ciao. Also, ich lasse ein bisschen übrig für den Felix. Das muss ich dir zeigen. Ich wäre so gespannt, was du dazu sagen würdest. Hammer. Also Nummer 2 würde ich sagen. Safe, oder? Check. Kommen wir zu Nummer 3, Freunde. Italiano-Flair, ne? Ja, hier bringen wir richtig Italiano-Flair rein. Und zwar werden wir jetzt eine Art mediterranes Sandwich zubereiten. Und das Ganze auf Basis von Rucola, Tomate war dabei, eine Guacamole. Dann haben wir noch Walnüsse, Oliven, Limette und ich glaube, es war irgendwie so eine Chili-Hummus-Mousse. Und Hummus, ja, wir wissen es, hat natürlich relativ viele Kalorien. Und ihr wisst, ich mache das Ganze sehr viel kalorienbewusster, aber trotzdem will ich natürlich das gleiche Feeling erschaffen, deswegen habe ich hier schon mal so eine Guacamole-Hummus-Mix, wie auch immer, zubereitet. Bestehend aus körnigen Frischkäse und Avocado, das habe ich jetzt einfach zusammen verrührt. Die Avocado vorher zerstampft, Salz, Pfeffer rein, ein bisschen Knoblauchpulver und habe hier die Limette verpackt, weil wie gesagt, ich habe gesagt, ich pimpe Crisp Rob's Sandwiches und das ist auf jeden Fall eine aufgepimpte Variation. Allein diese Hummus hier, also die ist schon verdammt lecker, werden wir als Brotaufstrich nehmen. Da werde ich jetzt gleich noch ein bisschen von den gewürfelten Tomaten mit reingeben. Ja, ich glaube, ich gebe auch noch Oliven mit dazu und crunche da die Walnüsse mit rein. Das Ganze belegen wir mit Rucola und das war es eigentlich auch schon. Und wir haben hier wirklich ein Sandwich in 2 Minuten. Und auch hier bin ich schon sehr, sehr gespannt auf den Geschmack. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Live-Geschmackstest Nummer 3 und diesmal schnappe ich mir natürlich beide Jungs. So Jungs, jetzt seid ihr gefragt. Bitte 100% ehrliches Fazit und natürlich lasst mir auf jeden Fall ein Biss übrig, weil ich will es auch probieren. So, gönnt euch. Dann noch ein Stück übrig bleibt.
Italienisch kannst du. Pizza kannst du. Okay, also fällt schon mal gut aus. Was hast du? Das Rucola kommt mega gut raus. Dann noch das, die Walnüsse. Hat, ah, stimmt, mega. Da sind ja auch noch Walnüsse drin. So ein bisschen Biss, kommt es durch? Mega. Geil. Mega, mega geil. Also auch dieses Rezept werde ich euch natürlich in der Beschreibung verlinken. Also ihr bekommt direkt alle drei. Und ich verabschiede mich an der Stelle, bevor ich hier abbeiße, und vertraue den Jungs einfach mal und sage, ey, das solltet ihr auf jeden Fall mal auch probieren. Und auf jeden Fall ein Hashtag Sandwich in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Kreationen sehen wollt. Kommentiert auch mal unter Chris Brops Video, wie euch dieses Video hier gefallen hat. Vielleicht ja, kommen wir mal zusammen, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall sage ich an der Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Video, zu Teil 2 hoffentlich. Und ja, haut rein, meine Freunde. Also, Benjamin und so. Ne?